Jetzt muss ich aber Billy heilen. Naja, macht nichts. Gut. Ah, diese scheiß Roboter. Okay. Billy hierher. Plus 3 gesund. Mach ich erstmal so. Billy wieder eins Schritt zurück. Natürlich. So vielleicht. Okay, Piper. Gut, der ist weg. Oh, die finde ich wirklich ätzend. Die mag ich gar nicht. Die mag ich wirklich überhaupt gar nicht, die Dinger. Wären es jetzt meine eigenen, würde ich wahrscheinlich anders drüber denken. Mhm. Natürlich. Schritt vor und jetzt. Gut. Was? Warum ignoriert er den? So, Seabreath. Zieh ich mal hierhin schon. Billy Gill, Nein. Billy Gill ziehe ich dahin und überlasse es dann Piper, den zu erledigen. Gut. Ja, komm du nur hier hoch. Aua. Billy macht mal einen Abgang. Und holt die Beute. Wo muss ich raus? Oh. Euch interessiert mich gerade relativ gesehen wenig. Aber auch nur relativ gesehen. Ja, ich reinigen. Ciao. Ui, ui. Piper. Oh, das geht ja richtig auf hier. Wahnsinn. Prozent heute, keiner gestorben. Tschüss. Ich weiß, Scheitern gehört auch dazu, aber manchmal. Pff. Oh, große Menge Wasser. Offiziersmütze. Uniformmütze der königlichen Kernhusaren. Nur die erfahrensten Armee-Dieselbots dürfen diese Hüte überhaupt tragen. Und die mit der bescheuertsten Frisur. Sehr schön. Wasser. Fast den Verlust wieder drin. Jetzt haben wir Verlust wieder drin. Okay, Vulkankohle. So das ist was für unseren jetzt habe ich den Namen vergessen. Das gibt's doch gar nicht. Für unseren Muskelprotz. So schmeckt ein Leben auf Carbonbasis. Einzug Unverwundbarkeit. Einmal pro Auftrag.
Denk aber dran, echte Sieger sagen Nein zu Kohle. Und Prinzenrevolver. Da, okay. Kopfzerbrechen zu bereiten ist sein Daseinszweck. Für dich sollen es lila lila Schmerzen regnen. Danke. Oder so. Die saubere Hütte. Gut. Habe ich mich beim ersten Mal jetzt gerade echt ganz schön blöd angestellt, nicht wahr? Genug davon jetzt. Wir sollten unser Gefängnis suchen. Ja, ich habe selbst gehört, wie das klang. Ich will in mein Gefängnis. Lass mich da rein. Bitte, bitte lass mich in mein Gefängnis. Ja. Keiner was zu sagen. Okay. Iwanski. Ja. Gegenstände. Wir sind ja jetzt bestimmt wieder vollgelaufen. Ja, natürlich sind wir vollgelaufen. Eine hinzugefügte Aktion. Ja. Den Revolver. Mhm. Blacksmith Taschenpistole selten. Gentleman Revolver. Eine Gentle Gun. 7 plus 1. Und 9 plus 1 ist eine Waffe Stufe 6, das heißt, adieu. War nett, dich kennengelernt zu haben. Eine Seitenwaffe sollten wir auf jeden Fall immer dabei haben, aber selten schwerer polierter Panzer. Das Inventar ist wirklich winzig. Jetzt haben wir so viel Kohle, aber können uns nichts leisten, weil unser Inventar so zugeklumpt ist. Nur weil ich die seltenen Sachen nicht verkaufen möchte. Es tut mir mal so in der Seele weh, wenn ich irgendwas verkaufen muss, wo selten dran steht. Man sieht's ja. So. Das hier ist alles selten. Das ist natürlich nicht selten, aber die würde ich auch verkaufen, sobald ich eine bessere habe. Die Seitenpistole benutze ich halt wirklich eigentlich gar nicht, ne? Die könnte ich mir zur Not auch immer noch nachkaufen. Die Rüstung möchte ich eigentlich auch ungern weglegen, auch wenn ich sie nicht benutze. Nur beispielsweise, wenn ich mit Beatrix irgendwo hingehe, mit Beatrix braucht Rüstung. Das geht nicht anders. Weil die ist so billow, die kriegt. Ja, die hält nichts aus. So. Oh. Neue Ware. Hinterwaldschenke. Und ich weiß, da war nochmal ein Totenkopfauftrag. Bitte, bitte, Inventar. Ja. Auf jeden Fall direkt kaufen. Okay, was hattest du? Radioaktive Kugeln. Nice. Verwüster. Herzogin MP. Yay. Wir haben zwei weitere Inventarplätze. Ich weiß, ich habe gerade 6000, fast 7000, ohne mit der Wimper zu zucken, ausgegeben, aber. Mhm. Robo gegen Robo. Der Offizier an Bord dieses Schiffes scheint auf der Elle aus zu sein. Ruft aber wie ein feiger Dieselbot immerzu nach Verstärkung. Probieren wir das doch mal aus. Nicht mit Billy. Ich glaube, das schafft der nicht. Aber mit Piper. Ja. Probieren wir das mal mit Piper aus. Dein Ruf ist der Schlüssel zum neuen Bereich. Genau, deswegen mache ich das gerade. Um meinen Ruf aufzubessern. Wo ist er denn? Hier drüben wahrscheinlich.
Okay. Ob das... Das muss ich dann wahrscheinlich rausschneiden. Yay. Danke. Ah, er ist das also. Ich hätte die Granate von Seabreath mitnehmen können. Ich gehe mal hier unten lang. Und sammle auf dem Weg direkt dann das Zeug ein, was hier liegt. Oh, sehr nett. Ihr beiden könnt direkt dort bleiben. Oh, Moment. Nein, das klappt nicht. Aber ihn könnte ich erwischen, ne? Jep. Aua. Aua. Wird es direkt eng. Hier rüber. Tschüss. Den habe ich besiegt. Auch gut. Da muss ich jetzt ohnehin hoch, aber der wird mich jetzt kaputt machen. Danke. Repariere dich und alle deine Verbündeten. Okay. Gut. Dann bin ich mal hier oben jetzt. Hier ist kein Loot, ne? Nee. Aua! Ach, ja. Gerade so. Gerade so. Wollte 100% ja. Ich wollte jetzt nicht gegen die kämpfen. Zum einen, weil gleich meine Zeit rum ist. Und zum anderen, weil ich das Gefühl hatte, das ist Zeitverschwendung. Oh, armer Herzog, selten. Ist wie armer Ritter wahrscheinlich. Von einem glücklosen Adligen, angeblich dem Vetter der Königin, zur Pfandleihe gegeben. Ein zweifacher durchdringender Schlag. Okay. Hallo Inventarplatz. Schön. Ah, das hat nur einen Stern gegeben. Aber dafür ein bisschen Erfahrung. Das kann ja auch nicht schaden. Kommen wir hier raus. Okay. Wonkily Dokily. Jetzt hätten wir dann nur noch den Gefängnisausbruch. Wir hätten jetzt genügend Inventarplatz, ne? Damit würde ich dann sagen, machen wir das nächste Mal. Fangen wir das nächste Mal direkt mit Royalist-Logistik an. Leveln vielleicht noch ein bisschen.
Und dann machen wir den Knast. Ich meine, ich sehe ja hier, es sind 45. Das sind 3 Rufsterne, die wir hier noch kriegen. Und hier sind es auch noch 3. Das heißt, hier muss auf jeden Fall noch mindestens ein Areal dann mit dem Endgegner kommen. Das heißt, in der nächsten Aufnahme könnte es sogar sein, dass es dann zumindest der Teil hier fertig ist und wir zum Kern vordringen können. Und dann sind wir eigentlich auch sogar schon, ich glaube, fast durch mit dem Spiel. Das dauert jetzt alles nur so lange, weil ich jetzt nicht 2-3 Stunden immer am Stück aufnehme, sondern immer nur mal eine Stunde zwischendurch spiele. Aber naja, gut. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Lasst mir gerne Kommentare da, lasst mir ein Däumchen da. Ihr könnt auch, wenn ihr das möchtet, sehr, sehr, sehr gerne teilen. Das würde mir sehr helfen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir einfach ein Abo da. Soll euer Schaden nicht sein. Gut. Ich würde sagen, ja, bis denn. Tschüss. No one can tame our past of shame, it's all that we know. Memories of all those things drift through all that we sow. You know a brighter day is just around the bend. What we need is some heroes.